Hallo zusammen. Wir setzen unsere Arbeit am Klima, Bücher und Filme fort. Seht euch die Bilder an. Was glaubt ihr? Was werden wir heute im Unterricht besprechen? Richtig, es geht heute um die Schulbibliotheken. Wo lesen diese Kinder und Jugendliche? Kennt ihr diese Räume? Ja, sie lesen in den Schulbibliotheken. Gibt es solche in eurer Schule? Super. Im Forum erzählen die Kinder und Jugendliche über ihre Schulbibliotheken. Wessen Bibliothek hat euch gut gefallen? Martin, in unserer Bibliothek gibt es viele Bücher, Lehrbücher, Nachschlagewerke, populäre Kinder- und Jugendbelletristik. Jana, unsere Bibliothek ist mehr als ein Lernort. Die Bibliothekarinnen machen Klassenführungen zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel Spiel und Spaß mit Büchern, Fremdsprachen beim Lesen lernen. Karina, in unserer Bibliothek organisiert man oft Elternabende und Lehrerkonferenzen. Julia, zweimal im Jahr kommen zu uns Buchautoren und organisieren Autorenlesungen. Sie lesen Auszüge aus ihren Büchern und erzählen, wie sie an einem Buch arbeiten. Philipp, unsere Bibliothek ist für ihr Theater berühmt. Alle mögen unser Figurentheater, Tischtheater und Puppentheater. Viele Kinder malen, basteln mit Künstlern oder illustrieren manche Bücher mit Motiven aus Geschichten. Mir hat zum Beispiel die Bibliothek in der Schule von Julia besonders gut gefallen. Ich mag zuhören, wie die Autoren Auszüge aus ihren Büchern vorlesen. Auch gefallen mir ihre Erzählungen über die Arbeit an einem Buch. Und euch? Super! Seht euch das Video an, notiert euch beim Sehen, wo man in der Schulbibliothek arbeiten kann. Hallo alle miteinander, mein Name ist Theresa und heute darf ich euch eine Schulbibliothek vorstellen. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Fosia Muscharraf und ich begrüße euch heute ganz, ganz herzlich in der Schulbibliothek im Goethe-Gymnasium. Die Schulbibliothek im Goethe-Gymnasium gehört übrigens zur sogenannten schulbibliothekarischen Arbeitsstelle. Weil das ein sehr langer Titel ist,
kürzen wir sie immer ab mit SBA. Um gesund zu bleiben, müssen an den Schulen verschiedene Regeln beachtet werden. Und natürlich ist das in den über 100 Schulbibliotheken, um die sich die Stadtbücherei Frankfurt kümmert, auch so. Beispielsweise müsst ihr, wenn ihr jetzt in der Schulbibliothek seid, immer eine dieser schönen Mund-Nasen-Bedeckungen aufsetzen. Dann müsst ihr leider auf den Abstand achten. Mindestens 1,50 Meter müssen zwischen euch sein. Und wenn ihr Medien zurückgeben oder ausleihen wollt, dann habe ich dafür diesen schicken Ausleihkorb, den ihr bitte benutzt. Wenn ihr nicht mehr regelmäßig in die Schulbibliothek kommen könnt, findet ihr uns auch online. Und vielleicht findet ihr etwas, was euch bei euren bisherigen Besuchen an den Bücherregalen entgangen ist. Was erwartet euch denn nach den Sommerferien im neuen Schuljahr in eurer Schulbibliothek? Da haben wir etwas für euch vorbereitet. Beispielsweise werdet ihr eine Einführung in das Thema Robotics und Coding von uns bekommen. Hier präsentiere ich euch unsere wunderbare, gemütliche Sitzecke. Sieht sie nicht aus wie ein kleiner Divan? Natürlich könnt ihr auch unter den gebotenen Regeln an den PC-Arbeitsplätzen für die Schule recherchieren, an euren PowerPoint-Präsentationen arbeiten und etwas ausdrucken. Ja, meine Lieben, das war's für heute von mir. Jetzt bleibt mir nur noch, euch ganz viel Gesundheit und alles Gute zu wünschen. Bis hoffentlich ganz bald in euren Schulbibliotheken. Tschüss! Vielen lieben Dank. Tschüss! Wo kann man in der Schulbibliothek arbeiten? Wähl die richtigen Aussagen. Die richtigen Aussagen sind: Man kann in der Bibliothek am Computer arbeiten. Man kann auch in der gemütlichen Sitzecke bleiben und arbeiten. Richtig. Lest die Fragen zur Schulbibliothek. Seht euch das Video noch einmal an und beantwortet anschließend die Frage: Wo befindet sich die Schulbibliothek? Welche Regeln gibt es für den Besuch der Bibliothek? Kann man Bücher nur in den Räumen der Bibliothek finden? Hallo alle miteinander, mein Name ist Theresa und heute darf ich euch eine Schulbibliothek vorstellen. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Mein Name ist Fosia Muscharaf und ich begrüße euch heute ganz, ganz herzlich in der Schulbibliothek im Goethe-Gymnasium. Die Schulbibliothek im Goethe-Gymnasium gehört übrigens zur sogenannten Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle. Weil das ein sehr langer Titel ist, kürzen wir sie immer ab mit SBA. Um gesund zu bleiben, müssen an den Schulen verschiedene Regeln beachtet werden. Und natürlich ist das in den über 100 Schulbibliotheken, um die sich die Stadtbücherei Frankfurt kümmert, auch so. Beispielsweise müsst ihr, wenn ihr jetzt in der Schulbibliothek seid, immer eine dieser schönen Mund-Nasen-Bedeckungen aufsetzen. Dann müsst ihr leider auf den Abstand achten. Mindestens 1,50 Meter müssen zwischen euch sein. Und wenn ihr Medien zurückgeben oder ausleihen wollt, dann habe ich dafür diesen schicken Ausleihkorb, den ihr bitte benutzt. Wenn ihr nicht mehr regelmäßig in die Schulbibliothek kommen könnt, findet ihr uns auch online. Und vielleicht findet ihr etwas, was euch bei euren bisherigen Besuchen an den Bücherregalen entgangen ist. Was erwartet euch denn nach den Sommerferien im neuen Schuljahr in eurer Schulbibliothek? Da haben wir etwas für euch vorbereitet. Beispielsweise werdet ihr eine Einführung in das Thema Robotics und Coding von uns bekommen. Hier präsentiere ich euch unsere wunderbare, gemütliche Sitzecke. Sieht sie nicht aus wie ein kleiner Divan? Natürlich könnt ihr auch unter den gebotenen Regeln an den PC-Arbeitsplätzen für die Schule recherchieren, an euren PowerPoint-Präsentationen arbeiten und etwas ausdrucken.
Ja, meine Lieben, das war's für heute von mir. Jetzt bleibt mir nur noch, euch ganz viel Gesundheit und alles Gute zu wünschen. Bis hoffentlich ganz bald in euren Schulbibliotheken. Tschüss! Vielen lieben Dank. Tschüss! Also, wo befindet sich die Schulbibliothek? Die Schulbibliothek befindet sich im Goethe-Gymnasium. Richtig. Welche Regeln gibt es für den Besuch der Bibliothek? Es gibt einige Regeln an der Schulbibliothek. Man muss Mund-Nasen-Schutz tragen, man muss auf den Abstand halten, man muss den Ausleihkorb benutzen. Kann man Bücher nur in den Räumen der Bibliothek finden? Man kann vieles online in der Bibliothek finden. Was gefällt euch an den Möglichkeiten dieser Bibliothek? Es gefällt mir, dass man am Computer in der Bibliothek arbeiten kann und das Nötige ausdrucken. Auch gefällt es mir, dass man vieles online findet. Und euch? Super. Und das war's für heute. Wir setzen unsere Arbeit an diesem Thema in der nächsten Stunde fort. Auf Wiedersehen.